Grüß Enk. Ich habe heute ein Kartoffelgratin gemacht als Beilage zum Tafelspitz. Da gibt es noch einen Spinat dazu und einen Semmelkrän. Und eben, weil das von der Vorbereitung her recht einfach ist, das kann man ruhig schon ein, zwei Stunden vorher machen, dann im Ofen warm halten. Kein Problem, das geht gut. Für das Kartoffelgratin brauchen wir einmal Kartoffeln, das sind 600 bis 800 Gramm oder 4 bis 8 Stück, das kommt darauf an, wie groß sie sein. Zum Würzen brauchen wir Salz, Pfeffer, Muskatnuss, zum Aufgießen 1/4 Liter Milch und 1/4 Liter Sahne, ein bisschen Butter, so 1 bis 2 cm, 2 bis 3 Knoblauchzehen und zum Schluss noch zum oben drüber streuen an Käse. Ich habe da jetzt nur mal einen Schnittkäse da. Normalerweise ist es besser, wenn man ein Stück Käse hat, am besten einen Bergkäse und den dann drüber reibt. Aber ich werde den einfach den Rest klein schneiden und so drüber streuen. Die Kartoffeln werden zuerst einmal geschält. Welche Sorte ihr da nehmt, ist eigentlich egal. An und für sich, viele sagen, festkochende gehen besser. Aber ich nehme halt auch das, was ich da habe. Dann schneiden wir die Kartoffeln in 2 bis 3 mm dünne Scheiben. Wer so eine Brotschneidemaschine hat, kann es mit der auch machen. Aber mit einem guten Messer geht es auch so. Und nach Möglichkeit lasse ich mir immer die Kartoffelscheiben so zusammen. Kartoffel für Kartoffel, weil man sie dann schöner in die Form einlegen kann oder einfacher, schneller. Und mit so einem Gemüsehobel geht es übrigens auch recht gut. Aber wir müssen ja nicht mit dem Lineal drauf schauen. Dann werden wir als nächstes die Knoblauchzehen schälen und klein schneiden. Damit sie besser zum Schälen gehen, drücke ich sie immer zuerst ein bisschen an. Dort löst sich schon die Haut ein bisschen. Dann quetschen wir sie. Und so kann man sie dann fein hacken. Dann können wir die Butter in der Pfandleine geben. Ja, vielleicht braucht man nicht ganz so viel. Dann ein bisschen was weg. Und die lassen wir einmal da schmelzen. Wenn die Butter dann geschmolzen ist, dann geben wir uns den Knoblauch dazu. Und dann ihn gerade ein bisschen anbraten. Dabei soll er aber nicht braun werden, sondern nur ein bisschen geröstet werden. So 1 bis 2 Minuten. Wenn man das erste braune Spitzel sieht, dann tut man sie gleich weg. So, richten wir das gleich her. Und da habe ich die Auflaufform, wo die Kartoffeln dann reinkommen. Und da gießen wir uns jetzt die Knoblauchbutter rein. Das wird da drinnen verteilt am Boden, dass überall gleichmäßig der Knoblauch ist. Da kann man das dabei auf die Seite tun. Und weil da der Herd schon so schön warm ist, nutzen wir noch die Restwärme aus und erhitzen uns da die Milch und die Sahne. Wenn ihr jetzt nur 200 ml Becher Sahne habt, dann nehmt halt einmal 200 ml Milch. Das Verhältnis soll halt immer 1 zu 1 sein. Dann können wir da die Milch und die Sahne gemischt aufkochen. Das können wir auch gleich würzen. So einen halben Teelöffel Salz werden wir schon brauchen.
ich probiere dann. Man muss ja bedenken, dass die Kartoffeln auch noch dazu kommen, die nicht gesalzen sind. Also die muss man da mitsalzen. Dann geben wir da ein bisschen Pfeffer rein. Und Muskatnuss. Probiere ich gerade ein bisschen. Viel zu wenig. Also, ihr könnt sicher einen ganzen Teelöffel Salz verwenden. Mindestens. Und während das da aufkocht, können wir schon die Kartoffeln dann in die Auflaufform schichten. Meine Auflaufform hat ungefähr 20 x 30 cm. Ihr könnt aber auch eine runde Form nehmen und das kreisförmig dann auflegen. Das ist euch dann selber überlassen. Übrigens, den Ofen können wir jetzt schon vorheizen auf 180 Grad. Jetzt können wir schon unsere vorbereiteten Kartoffeln einschlichten. Ich nehme da die ersten kleinen Scheiben meistens weg, um Löcher auszustopfen dann. Und dann können wir sie so schön fächerartig anrichten, in die Hände schon, und so die Form auslegen. Anfang, Ende tue ich weg. Und da sieht man jetzt, wo die Kartoffeln ein bisschen zusammengehen. Die sind ja rund, die sind ja nicht überall gleich dick. Da kann man dann die kleinen Resteln einschieben. So ganz genau sieht man es dann eh nicht mehr. Weil bis der Käse drüber ist, dann haben wir das Ganze schön zu. Aber wir werden es natürlich nicht wegschmeißen. So, dass wir überall ungefähr die gleiche Höhe haben. Jetzt, wenn wir das aufgelegt haben, kommt dann die aufgekochte Sahne-Milch-Mischung drüber. Schauen, dass wir sie schön verteilen. Und die schneiden wir jetzt den Käse noch klein. Es könnte vielleicht ein bisschen mehr sein, aber ja. Vielleicht gebe ich noch ein bisschen Parmesan drunter. So ungefähr 100 Gramm kann man da verwenden für die Menge. Dann streuen wir den Käse noch oben drüber. Und wir mögen ja recht gerne einen Parmesan. Jetzt reiben wir da gerade noch ein bisschen Parmesan drauf, weil es eben nicht sehr viel Käse war. Und so kommen die Kartoffeln jetzt für, wie gesagt, ungefähr eine Stunde, 50 bis 70 Minuten ins Backrohr. Also bei mir schaut es jetzt noch gute 40 Minuten schon so aus. Jetzt stiche ich gerade mal mit so einer Gabel rein, mit der Fleischgabel. Schauen, ob die Kartoffeln durch sind. Die sind durch. Also das lässt sich gut einstechen. Man spürt da kaum Widerstand. Das heißt, es passt. Dann werde ich jetzt den Backofen zurückschalten oder ausschalten. Und lasse sie da dann noch so lange drinnen, bis wir halt zum Essen soweit sind. Das Kartoffelgratin ist jetzt soweit fertig. Man sieht, die Flüssigkeit ist schön eingezogen. Also da fließt nichts mehr. Jetzt kann man das schön in Portionen schneiden.
Jetzt nehme ich gerade eins von der Mitte aus einmal. Und so lässt sich das dann gut portionieren. Man sieht da schön die Kartoffelschichten drinnen. Wir lassen uns das jetzt zu einem Tafelspitz mit Spinat und einem Semmelgren schmecken. Dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen, probiert es aus, das ist wirklich gut. Und bis zum nächsten Mal, viel Dank.